Beide Varianten der Pille danach haben keine langfristigen oder schwerwiegenden Nebenwirkungen. Auch wenn es häufig behauptet wird, es sind keine Hormonbomben. Trotzdem können in den Tagen nach der Einnahme zum Beispiel Übelkeit oder Schwindel, Kopfschmerzen, Brustspannen, leichte Bauchschmerzen, Schmierblutungen und selten auch Erbrechen auftreten. Und wundert euch nicht, durch die Zyklusverschiebung kann es auch sein, dass die Periode etwas später kommt. Wenn ihr allerdings in den ersten 3 Stunden nach der Einnahme euch übergeben müsst, solltet ihr so schnell wie möglich noch eine Pille danach holen, denn sonst wirkt sie nicht. Bei der Pille danach können Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten auftreten. Wenn ihr also Medikamente nehmt, solltet ihr unbedingt in der Apotheke oder der gynäkologischen Praxis darauf hinweisen. Eine Wechselwirkung kann zum Beispiel auch mit der normalen Pille auftreten. Deshalb ist es wichtig, dass ihr in der Praxis oder der Apotheke abklärt, welches Präparat für euch das richtige ist und wie ihr mit der Einnahme der normalen Pille weiterverfahrt.